Und damit willkommen zurück zu The Cursed Forest. Gut. In der letzten Folge wurden wir von Mary, dem Sumpfmonster, verfolgt. Heute steht was anderes auf dem Programm. Zum Beispiel Pilze suchen oder Pflanzen pflücken. Was denn? Was denn? Und wer? Und wo? Und wieso? Was soll das? Wieso sind Wälder so gruselig? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Da hinten geht's nicht weiter, denke ich. Folgen wir dem Weg. Und ich kann immer noch nicht sprinten. Ich bin völlig ausgelaugt. Meine Beinmuskulatur ist schlaff. Ich trotte so daher und muss jetzt auch noch einen Berg hochsteigen. Vergiss es. Das dauert ewig. Der verfluchte Wald ist so verflucht. Ja, ja, was ist denn da oben los? Oh, 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 shit. Hallo? Was war das? Das war doch ein riesiger Fels, der auf mich zugerollt ist. Eine Kugel des Glücks, die verschwunden ist. Wahnvorstellungen. Jetzt reiß dich mal zusammen hier, weißt du? Wo soll denn das herkommen? Wo soll der Tier bitte runter gedingst haben, ne? Gekrümelt. Da ist doch nichts. Da ist nur Himmel. So was Unrealistisches. Und davor haben wir Angst. Komm schon. Wahrscheinlich nur ich, du nicht. Ich hab Angst, du nicht. Du bist cool. Du bist cool. Ich sollte mir ein Beispiel an dir nehmen. Stattdessen mach ich das nicht. Was gibt's denn hier so? Eine alte Ruine. Sie ist verlassen und voller Gefahren. Ich denke, das ist ein Checkpoint. Feuer bedeutet Checkpoint. Und da liegt was zum Einsammeln. Was ist das? Ein Rippenkäfig? Ribcage? Hallo, Scheiße. Nichts passiert. Der Weg ist versperrt. Wir können nicht mehr zurück. Nicht mal, wenn wir kriechen. Das war's. Ich weiß nicht. Immer wenn ich panisch werde, fange ich an rumzusächseln. Das ist furchtbar. Und ich entschuldige mich. Ich denke, hier müssen wir runter. Alles andere wäre sinnfrei. Ha? Ha? Was soll das? Ha? Was soll das? Nicht gut. Nicht gut. Wann kommt Mary wieder? Ich möchte mit Mary spielen. Mutti, darf ich mit Mary spielen? Aber klar doch, Junge. Geh in den verfluchten Wald. Mary wartet im Sumpf auf dich und will dich umarmen. Du weißt doch, Mary ist so herzlich, sagte sie. Tja, da kannte sie Mary schlecht. Okay, somewhere open passage. Hier waren wir schon, okay. Ich würde sagen, wir müssen erstmal dann die Gabelung nach links oben nehmen. Oder? Hör doch mal auf jetzt. Ohne Scheiß. Wir kennen dich schon. Mary. Wenn wir jetzt hier durch sind, fällt der Baum um und wir können nicht mehr zurückwetten. Doch, können wir. Kein Problem, okay. Ich sehe die Zukunft und sie wird rosig. Düster. Blättrig. Frag mal Mary, die hat eine Ahnung. Weißt du, Mary, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich so auf Mary abgehe. Da liegt was auf der Straße auf einmal. Was ist denn das? Das ist doch nichts. War das vorhin auch schon hier, dieser Eimer? Hallo? F. Replace me. Are you hungry? Eat apple. Das ist doch kein Apfel. Na gut, diese Textur war noch nicht fertig. Ja, es war klar. Guck doch mal, wer isst denn schon einen dreckigen Apfel? Kotz dich aus, Junge! Gut, da bin ich wieder hier. Das ist ja wundervoll. Wieder nach unten. Eventuell schneide ich das? Ich weiß es nicht. Ach, weißt du, nee, mach ich nicht. Nee, nee.
So. Ist jetzt irgendwo was Neues offen? Bring die Meldung! Bring die Meldung! Jetzt! Somewhere! Okay, gut. Diesen Apfel lassen wir jetzt liegen, denn dieser Apfel ist furchtbar und scheußlich und sah aus wie ein Lederball. Gefüllt mit Gift. Und Schießpulver. Brechmittel. Und Sahne. Nun gut. Die Wanderung durch den Wald. Das ist ja so schön. Aber ich find's gut, dass man hier so einfach sterben kann. Das ist äußerst motivierend. Dass man es echt gar nicht fassen kann. Dich lasse ich liegen, du Arschloch. Gehen wir da oben hin. Was finden wir da? Hoffentlich ein kleines Hexenhäuschen mitten im Wald. Also so ein richtiges Hexenhäuschen, nicht so ein... Na gut. Zur Hexe können wir noch nicht. Wir können aber da vorne, glaube ich, links rum. Ich bin ganz aufgeregt. Verdammter Apfel! Nein, ich bin nicht hungrig. Ich nehme das einfach mal als Warnung. Sobald irgendwas auf Rot da steht, nicht anfassen. Rot ist eine Warn- und Signalfarbe. Wie jeder weiß. Ja, ja. Mary, Alter. Okay, in diesem Auto gibt's auch nichts, oder? Was knallt denn hier so? Die soll mal Ruhe geben. Im Endeffekt ja ein ziemlich witziges Spiel. Bisher zumindest. Alte Bäume, herumfliegende Blätter, Sumpfmonster. Vergiftete Äpfel. Könnte ein Disney-Film sein. Ein düsterer, fieser Disney-Film. Wir sind also jetzt hier und es hat ein bisschen geflimmert. Oh nee, scheiße. Verdammter Nebel, ich sehe doch Augen irgendwo. Mary, Mary, komm aus deinem Versteck heraus. Mary, Mary, ich mag dich nicht. Da liegt was. Ich hab's gefunden, da hinten ist... Fucking shit! Kümmert mich nicht. Ich lerne aus meinen Fehlern und versuche einfach mal einen anderen Weg zu finden. Direkt außenrum. Nicht durch den Sumpf. Ich weiß gar nicht, was das gerade war. Hallo. Oh, cool. Da geht's nicht lang. Folgen wir den Seeröschen. Den Blättlen. Den Blättlen, verstehst du? Okay, das Wasser sollten wir meiden, tunlichst. Komm schon! Nimm den... Was ist das? Das ist ein Bein. Das ist klar ein Bein. Oh Gott, mir juckt's im Gesicht. Da hinten leuchtet's rot. Hallo, ich bin tot. Das rote Licht, das rote Licht ist das Gefährliche. Halt dich vom roten Licht fern. Ich sag ja rot, Signalfarbe. Warnung, Hinweis. Rot, rot, rot gleich tot. Als Reim ist das viel leichter. Man kann sich alles viel besser einprägen und denkt sich, oh ja, Mensch, jetzt verstehe ich's. Rot gleich tot. Weg vom Rot. Scheiße, 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 scheiße. Rot. Immer in Bewegung bleiben. Weg, 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 weg. Du blödes rotes Licht kriegst mich nicht. Ich bin viel zu schlau für dich. Komm schon, du blöde Eule. Kuckuck, kuckuck, weißt du, am Arsch. Wo komme ich hier wieder raus? Ich möchte nach Haus. Dieses Spiel ist voller Reime. Und menschlicher Gebeine. Ein schönes Fass. Hallo, schönen Tag noch.
Ich will nicht lügen, ich bin leicht angespannt. Nur ein bisschen. Auf Dauer ist es anstrengend. Nun gut, vielleicht können wir jetzt da hinten rum. Nun gut. Ich denke, wir haben es gleich geschafft. Ich meine, so viele Möglichkeiten bleiben nicht übrig. Wir können jetzt da hinten rum den Berg nach oben steigen und dort eventuell mit Mary eine Familie gründen. Die beste Familie aller Zeiten. Ich will den Apfel nicht. Lass den Apfel. Okay. Ich bin äußerst ruhig. Und ich habe meine Mitte gefunden. Ich bin ausgeglichen und bereit. Ist schön hier. Wird immer schöner. Ein Teddybär. Ist das ein Teddybär? Hallo, Mr. Teddy. Mr. Teddy, was tust du hier? Hä? Was tust du hier? Ich hab dich doch zu Hause gelassen. Teddy. Oh. Oh. Ich laufe immer über den Teddy rüber, der ist ohnehin hässlich. Ich lasse ihn stehen. Oh Gott. Da hinten, weißt du, hinter der Kurve, gibt es etwas Schönes. Vielleicht wieder ein Geschenk von Mary. Geht es überhaupt um Mary? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht Mary. Vielleicht ist es Veronica. Da leuchtet es rot. Was ist das? Ist das da? Wenn ich das jetzt anfasse. Hallo? Oh, scheiß Mary, du Blöde! Das sah ohnehin nicht aus wie ein Knochen, ne? Das ist bloß eine Falle. Gehen wir dran vorbei. Da unten brennt Licht. Feuer. Überall. Zu viel Feuer. Was ist denn das? Das sind Lampen und kein Feuer. Bin ich denn bescheuert? Ich habe zu viele Schläge auf den Kopf bekommen. Kann ich hier rein? Nein. Ist wohl besser so. Ich denke, ich muss hier gar nicht rein. Oh, Scheiße. Na gut, weiter zum Scheiße. Mir ist warm. Ich will, dass es aufhört. Es war doch klar, dass das passiert. Dieses Spiel ist schön. La 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 la, gehen wir ins Dunkel. Warum sollten wir ins Dunkel gehen? Das macht doch keinen Sinn. Ach komm, weißt du, ich brauche noch einen Herzanfall. Ich lebe ja noch. Gott, meine Augen drehen. Ich schaue euch an die ganze Zeit. Ist mir egal, wo ich hingehe. Ich will doch nur leben. Kommen wir jetzt nach Hause? Ist dieser düstere Weg schön für mich? Lass mich doch mal, weißt du, vibriere da unten rum, ist mir egal. Hier ist ein Haus. Ich gehe vorbei. Und damit haben wir den Wald verlassen. Links oder rechts? Rechts. Wir haben gelernt, rechts ist gut. Rechts ist immer gut, rechts ist toll. Ich liebe rechts. Wenn ich die Wahl hatte zwischen rechts und links, würde ich immer die Mitte wählen. So, pass mal auf. Lass mal kurz. Achso. Ich war gerade verunsichert. Aufgrund der hängenden Leichen am Baum. Das
So, das ist wieder eine Falle. Das ist nichts Richtiges. Nee, doch, das ist okay. Das war ein Stein. Wir suchen also noch ein Bein und einen Schädel. Und dann hätten wir es, glaube ich, geschafft, oder? Kommen wir hier durch? Da hinten leuchtet's. Der Wald. Welche wundersame Ereignisse. Im Wald. Hör doch mal auf zu brüllen. Da ist ein kleines Zelt. Wer ist denn bitte hier im Wald und baut sich ein Zelt auf? Das ist doch furchtbar. Betten Mary ist im Zelt und wartet auf mich, nackt. Eine Note. August der 11. 1967. Was für ein schöner Tag. Wir sind echt irgendwie... wir sind echt dabei, irgendwie dem Stadtalltag zu entfliehen. Und Kelly is growing every year. Und Hobbys sind da... ich meine... weißt du, wir wollen noch ein bisschen rummachen. Also 4-5 Jahre lang wollten wir noch ein bisschen campen. Und am 12. August 1967 haben wir nie mit den Einwohnern gesprochen. Und sie wirkten aber nett, ne? Am 13. August? Was? Today locals are going to hold some holiday. They are going beyond what... oh my god. Oh, Josh. Wer ist Josh? 14. August. Josh is still no. Josh ist immer noch nein. Ich bin besorgt, dass irgendwas mit ihm passiert sein könnte. Kelly hat auch Probleme. Sie hat gesagt, dass sie einen Schatten gesehen hat. Wahrscheinlich hat sie einen Schatten gesehen. Hallo, ich möchte hier rein. Oh Gott, das ist eine blöde Idee. Ich will hier nicht rein. So, das war das. Gehen wir weiter. Drei Leute, ne? Drei Leute haben hier gecampt. Ist das nicht ein schöner Wald, ne? Da möchte ich mit meiner Familie campen. Was war das denn? Das sah aus wie ein krasser Dinosaurier oder so. Es war nur ein Schatten. Ich bin schon genauso bescheuert wie Kelly. Kelly Rowland. Hm. Wer kennt sie noch? Niemand. Wundert mich nicht. Kelly und Nelly. Hieß die Kelly? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Smalltalk. Kann nicht schaden. So. Mensch, das Gestrüpp ist, ziemlich hoch. Da hinten geht's weiter. Mensch, du alte Scheiße! Entschuldige, aber das ist furchtbar. Hier geht's nicht weiter, oder was? Shit. Na toll. All die Hoffnungen umsonst. Wir müssen zurück. Können wir da hinten noch weiter? Dem Weg folgend, quasi. Schnurstracks gähnen elend. Ich wäre dabei, ich wäre dabei. Ist nicht so, dass es mir neu wäre. Hm. Diese Straße. Nun lauf doch mal schneller, Junge. Lauf doch mal schneller. Und die Frage ist, bist du überhaupt ein Junge? Bist du ein Junge? Niemand weiß es. Ah, ich denke schon. Er hat vorhin irgendwie so kurz aufgeschrien, als er runtergefallen ist. Hat gesagt, au, mein Knie. Oder nur au. Mein Knie hat er nicht gesagt. Nee, warte dabei. Ich muss langsam mal einen Cut machen. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut an dieser Kreuzung und dann geht's in der nächsten Episode weiter mit Mary und dem wunderlichen Verschwinden von Josh. Bis dann. Tschüssi.